Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21. Ja, und wir haben noch ein bisschen was vor uns. 350.000 brauchen wir für unseren nächsten Bus, für unseren ersten Erdgasbus. Also unseren Bus mit Erdgasantrieb. Da unten steht es ja auch bei der Mission. Wir verbinden Gold Island. Die Route an sich gibt es ja schon. Das ist eine Route 6, die türkisblaue hier ist das. Und wir brauchen 15 Fahrgäste dann auch noch, die hier aussteigen beim Gold Island Tourist Center. Und die werden wir dann hoffentlich dann mit unserem niegelnagelneuen Erdgasbusantrieb. Also Bus mit Erdgasantrieb, ich glaube, das klingt ein bisschen besser. dahin befördern. Ich habe übrigens ein bisschen mal offscreen, habe ich mir mal gedacht, ich gucke noch mal ein bisschen, wegen diesem Setra. Diesem riesen Bus, den wir ja da in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, ich weiß gar nicht mehr genau, gefahren sind. Der Setra, der ja nicht unbedingt da hinten in die Stadt passt, in die engen Gassen, in die engen Viertel. Guck mal, da fahren sogar gleich zwei gleichzeitig hier, finde ich sehr schön, also hintereinander. Ich weiß nicht, ich würde den lieben gern für irgendwelche Überlandstrecken einsetzen. Da habe ich mir gedacht, vielleicht können wir ja hier diese Haltestelle, das ist ja eine Haltestelle Hauptverkehrszeit morgens und abends, vielleicht können wir ja dann diese Haltestelle, wenn hier der Lakeside View auch endlich irgendwann mal freigeschaltet wird, zum Beispiel hier mit der Lake Ensorwell verbinden, da oben mit dem Transit-Terminal beispielsweise, vielleicht auch irgendwie was da drin oder so, Nachfrage ist das nämlich einsteigen und das hier einsteigen und das hier bis zum Aussteigen und möglicherweise dann vielleicht hier drin noch irgendwas, theoretisch können wir das jetzt auch schon mal machen, oder? Dann fahren wir einfach mal da nach unten, würde ich sagen. Was, soll man das wirklich machen? Oder soll man dann nach da drüben verbinden und schauen, ob das vielleicht irgendwie so riesige Strecken gibt. Also so wirkliche Überlandstrecken, wo der einmal stehen bleibt und dann irgendwie 300 Jahre nicht mehr. Aber ich weiß nicht. Dann könnten wir zumindest mal die Insel ein bisschen erkunden. Zumindest mal diese eine Haltestelle. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so blöd. Dann nehmen wir die hier, durch Lakeside View fahren wir einfach durch, holen uns das Terminal da hinten und hier irgendwie noch eine Haltestelle, wo viel los ist. Haben wir da eine Haltestelle, wo viel los ist? St. Anthony beispielsweise, die hier, Jetty Drive, was ist denn das? Ist das für Aus- und Einstieg oder was ist denn das hier richtig? Mal gucken. Jetty Drive, oh, es ist für Einstieg, dann haben wir drei Einstieg und ein Ausstieg, ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Oder die hier? Nehmen wir jetzt den Seadrift, das wäre nämlich direkt an der Hauptstraße. Was wäre denn das? Ach, das wäre auch was für ein Einstieg. Das gibt's ja nicht. Ich würde nämlich gerne eine Route errichten, wo man nicht unbedingt viel hin und her fahren muss. Weißt, also hin und her fahren ist, ich meine nicht hin und her fahren, ich meine lenken. Wo du eigentlich nur geradeaus fährst. Hier fahren wir dann die Autobahn entlang, bla 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 bla. Dann fahren wir hier rein, fahren da hinten vielleicht mal um zwei, drei Ecken, fahren zum Transitterminal, hier drehen wir um. Da wäre halt gut, wenn wir da irgendwo eine Haltestelle hätten. Aber was nehmen wir denn da? Oder nehmen wir die hier, die City Hall South? Und fahren dann da hinten quasi zurück? Das würde gehen. Dann halten wir einmal mitten in der Stadt. Ich hoffe, der fährt auch hier rein und nicht irgendwie da oben. Sollen wir es mal probieren? Ich meine, wir können die Route ja schlussendlich dann immer noch löschen, wenn es uns nicht passen sollte. Problem ist halt nur, dann haben wir wieder einen Bus weniger. Route 7 wäre, dass wir starten da unten beim Island Inn, fahren nach hier, zur Lake Anser Road, da ist ja bisher überhaupt noch niemand, fahren dann zum Transit Terminal. Und wie sieht's hier aus? Okay, da fährt er hinten rein. Das ist eine Nachthaltestelle, das wird nicht funktionieren. Die hier könnte man mitnehmen, das war eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, guck mal. Wenn wir die hier mitnehmen, die West 3rd Street, da fahren bisher zwei Linien, drei können hier fahren. Dann fahren wir eigentlich nur oben einmal kurz um die Ecke. Und dann fahren wir die komplette Strecke da unten wieder zurück. Das ist eigentlich gar nicht mal so doof. So, und einmal hier drumherum. Und dann halten wir hier statt hier. Weil das ist ja die Gold Island Tourist Center Route, das ist ja die hier, die Route 6. Ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd. 10.000 bis 21.000 bekommen wir da. Hauptverkehrszeit ist hier. Das passt. Nachfrage ist auch okay. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das machen wir. Änderungen übernehmen. Zack. Und ich möchte keinen Bus automatisch zuweisen. Jetzt haben wir noch eine Linie. Alter Falter. Und ich denke mal, diese Linien werden auch immer größer und größer und größer und größer. Ich habe da jemand in den Kommentaren geschrieben, der hat gesagt, 12 Haltestellen sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da haben wir bisher eine Linie oder zwei Linien, ich weiß gar nicht. Die hier.
Die ist es, die Route 1. Da haben wir sechs Busladungen, die wir brauchen. Das ist die 12er Haltestellenlinie. Sonst haben wir 8 Haltestellen und so weiter und so fort. Aber wir haben halt nur diesen kleinen Teil bisher. Es ist riesengroß. Wenn wir uns das da drüben nochmal anschauen, die Map, die ist riesengroß. Da gibt es noch zahlreiche andere Bezirke. Wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4 Bezirke. Mit Gold Island sind es 5, die wir gerade befahren. Und wir sind hier gerade erstmal am Anfang. Also nehmen wir mal nur die hier. Das sind das 4 Bezirke, die wir gerade mal haben. Dann kommt noch einer hier dazu. Da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na, herzlichen Glückwunsch. Also es ist auf jeden Fall noch einiges, was uns zukommt. Wir werden definitiv zweistellig mit den Routen. Vielleicht sogar dreistellig. Ich glaube aber eher so im mittleren zweistelligen Bereich. Ich vermute mal um die 30 bis 60, vielleicht sogar 70 Routen, wenn wir insgesamt haben. Aber wir werden die halt immer wieder sukzessive vergrößern und vergrößern und vergrößern. Dann wärst du dann hier zum Beispiel bei der Nachbuslinie, wenn wir mal gucken, wie sieht es denn da drüben aus? Können wir vielleicht hier rüberfahren mit der Linie? Oder wie sieht es da unten aus? Gibt es hier vielleicht noch ein paar Haltestellen? Verstehst du? Also wir werden die immer ein bisschen weiter ausbauen. Je nachdem, welche Haltestellen, welche Bezirke wir dann später mal freischalten. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal Route 7. Und ich würde sagen, wir werden direkt mal den Bus... Den Cetra, wo ist er denn? Weiteren kaufen? Eher nicht. Bus wechseln. Das würde ich ganz gerne machen. Zu dem hier. Der ist gerade auf Route 1 unterwegs. Als Verstärkerbus. Und dem könnte man eigentlich mal so ein sommerliches Outfit verpassen, oder? Der ist jetzt eigentlich hier bei Gold Island. Gucken wir mal. Was hat denn der? Wir müssen zwar sparen, aber ist ja wurscht. Was hat denn der? Vollverklebungen. Na, das passt ja eigentlich, oder? Der Partybus. Das sieht eigentlich schon mal voll geil aus. Oder das hier? Ich finde, der Gold Island Bus kann ruhig mal diese Haltestelle, diese Lackierung nehmen. Das nehmen wir dann bei dem anderen auch und vielleicht noch bei dem einen, der direkt auf Gold Island herumfährt. Aber für die Gold Island Busse, oder haben wir vielleicht was Extriges, wo nur Gold Island draufsteht? USA, Liberty, ziemlich viel mit Flaggen haben wir hier. Angel Shores. Mal da unten vielleicht irgendwas mit Gold Island, was wir nachher noch ändern können? Spring of Affection. Das würde eigentlich auch ganz gut dazu passen. Wirkt ein bisschen japanisch. Das wäre eine geile Nachtbuslinie. Huh, das auch. Beach Club, das wird natürlich auch gehen. Gut, da könnte man zwischen der und der wechseln, aber ich würde fast sagen, wir nehmen jetzt mal die Lackierung. Hier, wo war die denn jetzt? Hier. Die Lackierung. Highlander Park. Oh, warum steht da Highlander Park? Highlander Park? Der ist ja da oben. Na nü? Aha, interessant. Okay, Highlander Park ist interessant. Warum hat er da so ein sommerliches Outfit? Wer fährt denn da oben in Highlander Park? Da oben in Highlander Park fährt die Linie 1. Hat die Linie 1 irgendeine Sonderlackierung? Guck mal direkt mal. Bus wechseln. Der da. Ne, das ist nur die Standardlackierung. Dann können wir die mal die Highlander Park Lackierung geben. Guck mal, voll geil. Das freut mich, cool. Gefällt mir. Nice, nehmen wir. Innenausstattung müssen wir vielleicht auch noch anpassen. An das neue Outfit. Wobei die sehr viel kostet. Was haben wir derzeit das mit den Punkten? Das passt eigentlich aber trotzdem. Nee, dann nehmen wir uns nur den Tausender. Nehmen wir uns nur den Tausender für draußen. Dann haben wir zumindest hier auch eine geile Lackierung. Dann haben wir wieder einen Bus, den wir voll gut lackiert haben. Sehr schön. Änderung übernehmen. Bitte Dankeschön. Und wir wechseln jetzt aber trotzdem noch zum Cetra. Und gucken dann erstmal, welchen... Wie macht man denn das hier? Scheiße. Anpassen? Ne, anpassen war ja hier die Dings anpassen. Fahren? Route 7. Ah, hier. Vollzeitbus, genau. Den Cetra, bitteschön. Der soll bitte hier arbeiten, genau. Da hätte man noch für die Hauptverkehrsteil diesen mit einer einzigen Haltestelle, also mit einer Busladung, wie auch immer das funktionieren sollte. Gucken wir mal.
Vielleicht brauchen wir aber ein Huch. Vielleicht ist da nur eine Busladung markiert in der Hauptverkehrszeit, weil die Linie so kurz ist. Wir haben nämlich ja den hier. Jetzt können wir ja eigentlich mal nachgucken. Hier. Steht da jetzt eine 2? Tatsächlich, da steht für Hauptverkehrszeit eine 2. Also wir brauchen anscheinend Minimum 12 Haltestellen, damit da eine 2 steht bei der Hauptverkehrszeit. Da fehlen uns noch welche. Genau, da ist Hauptverkehrszeit 1. Das heißt also, wieder was gelernt für die Zukunft. Sobald 8 Haltestellen sind, können wir auf jeden Fall mal 2 Busse einsetzen. Entweder einen Gelenksbus oder 2 Solobusse. Am besten aber 2 Solobusse, weil wenn ein Gelenksbus fährt, der fährt dann Ewigkeiten. Der fährt 13 Minuten lang und da ist das Intervall ein bisschen hoch, wobei das ja noch halbwegs okay wäre, 13 Minuten. Aber besser wären trotzdem 2 Solobusse. Und sobald wir 12 Haltestellen haben, könnten wir auf einen Gelenksbus und einen Solobus umstellen, theoretisch. Und auch einen Bus für die Hauptverkehrszeit hinzufügen. Dann wird er nämlich hier wirklich gut reinpassen, denn das niedrigste von den Busladungen, das wir kriegen können, ist 2. Wir haben 2, 3 oder 4 Busladungen und eine ist ein bisschen mager. Also da würden wir wieder zu viel in die Linie pushen, was gar nicht notwendig wäre. Deswegen entweder 2, 3 oder 4. Gucken wir mal. 8 Haltestellen zu wenig, 12 Haltestellen okay. Jetzt aber erstmal Route 7. Wo ist denn der unterwegs? Da fährt er gerade. Ich würde sagen, Einnahmen 3000, das ist ja... Das ist ja voll wenig. Kann ich den gleich übernehmen? Ha, Bus übernehmen. Na, ich bin gespannt, Freunde. Wir fahren nach Gold Isle. Huch! Du kommst mit, oder fährst du selbst? Ich fahre selber, aber hier in der Anhöhe, ich komme da nie wieder weg. Da sind sogar schon Leute drin. Okay, meine Liebe, bleib trotzdem mal stehen. Spaß. Mitten auf der Autobahn. Ist bestimmt gut. Huh, der rollt gleich zurück. So, Drive bitte schön. Na, ich bin gespannt. Wir fahren nach Gold Island, Freunde. Ich freue mich. Das ist mir nämlich gerade so eingefallen. Also, nicht gerade jetzt bei der Aufnahme, sondern schon vor der Aufnahme. Da habe ich mir gedacht, das müssen wir jetzt einfach mal probieren. Und ich glaube, das war eine gute Idee. Dann können wir nämlich mit dem Citra wenigstens die Überlandstrecke nehmen. Boah, man hört die gar nicht, so weit hinten sitzen die. Ich weiß gar nicht, ob wir da blinken müssen oder nicht. Ich war ja hier noch nie. Was machen... Mir fällt der Name des neuen italienischen Restaurants nicht ein. Was machen wir denn, wenn da mitten auf der Autobahn jemand aussteigen möchte? Hütchen. Okay, da können wir einfach drüber fahren. Gut zu wissen. Was ist denn hier Speedlimit eigentlich? 30, 50, 100? Aber guck mal, das passt perfekt mit dem Citra hier. Dann noch eine geile Beach-Lackierung. Perfektomato. Vielleicht noch eine coole Werbung oder sowas. Wir haben ja noch die eine Mission am Laufen übrigens, dass wir 15 Fahrgäste da irgendwo in eine Haltestelle transportieren, wo überhaupt noch keine Buslinie hinfährt. Da müssen wir auch erstmal gucken, welche anderen Gebiete wir da freischalten, ob wir da nicht vielleicht irgendwo anders noch Nachtbuslinien hätten. So, dann wird es ein bisschen eng. Aber alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Boah, ich freue mich. Das war eine gute Entscheidung, denke ich. So, vergiss nicht die Absenkung doch. Na, ist das geil oder ist das geil? Der Gold Island Bus. Ich glaube, ich bin. Alter, ist das geil. Und wir kriegen... Eine Fahrkarte. Oh, eine Fahrkarte, bitte. Entschuldigung. Wir kriegen natürlich auch gleich mal wieder... Da steigt unsere Busfahrerin übrigens aus. Gleich mal wieder einen Zahltag, weil wir hier eben extrem lange durch die Gegend düsen. Danke. Bitteschön. Es ist jetzt nicht das mega übertriebene Fahrgastaufkommen, aber der Bus ist vielleicht ein bisschen zu groß für das Ganze hier schon. Aber der passt halt wirklich gut für so eine Überlandstrecke. Das ist halt einfach so. So, was macht der da? Warum wartet denn auf die da drüben? Sehr mysteriös. Aber Gold Island? Ein schnuckeliges Örtchen, muss ich zugeben. Gefällt mir ja sehr gut. Werden wir definitiv wieder sehen. Wir werden die Route da noch ein, zwei Mal fahren. Also komplett zumindest schon mal. Jetzt fahren wir mal zurück zum Terminal. Ich weiß gar nicht, muss ich da gucken, ob da wer kommt? Huch. Ich meine, so eine wirkliche Auffahrt hat man hier ja gar nicht. Beschleunigungsstreifen oder sowas, das ist ein Fremdwort hier. So, ach, wir müssen da hinten hin.
Oh, 66. Wir fahren ein bisschen zu viel, habe ich das Gefühl. Was ist ein Maximum? Fahren Sie langsamer. Oh, da regen sie sich gleich auf da hinten. Hoi, hoi, hoi. Abruptes Bremsen mit der Feststellbremse. Ich habe doch keine mit der Fahren Sie langsamer. Wer hat denn das gesagt? Irgendein Schlauer von hinten. Oh, jetzt fahre ich gleich nochmal rein. Eieieiei, 500 gleich Schaden gezahlt. Also es geht ja eigentlich noch für das, dass er da ordentlich dagegen gebrettert sind. Vorne sieht man nichts, alles gut. Guck mal, jetzt darf ich aber wieder schneller. Was ist denn hier Minimum? Oder Maximum wohl eher? Aber ich glaube, das ist eine geile Linie. Die Autobahnstrecke ist auch gar nicht so lang, wie ich es mir gedacht habe. Alter, heieieiei, was ist denn das hier für ein Verrückter? Was, Blinkergesetz obwohl gerade ausgefahren? Das ist eine Lüge, ich biege hier ab. Was wirft der mir hier vor? Der will ja bloß, dass ich meinen Zahltag nicht erreiche. Naja, ein bisschen zumindest. Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Sehr cool, das machen wir direkt mal. Huch. Bushaltestelle ausbauen. Der Bus ist so praktisch. Gestern bin ich auf ein Käffchen zu meiner Freundin gefahren. Sie hatte auch Kuchen gebacken. Der war köstlich, sag ich Ihnen. Margarete meinte, man muss einfach die Schokolade temperieren. Aber ich habe in meinem Leben genug Kuchen gebacken. Ich weiß, dass die Frische der Eier entscheidend ist. Je frischer die Eier, desto besser der Kuchen. Der perfekte Kuchen ist fluffig, wie eine Wolke. Hören Sie mir überhaupt zu? Ja, ich glaube, ich kenne deine Stimme auch von irgendwoher. Mir fällt aber gerade nicht ein, woher. Fluffige Eier und Kuchen, jetzt habe ich voll Hunger bekommen. Was ist denn der da wieder drauf? Ach, guck mal, wie geile Skulpturen die hier haben. Warum wollen die Leute immer gleich in den Bus steigen? Warum lassen sie uns nicht vorher raus? Sieht das nicht einfach geil aus hier? Also ich kann es nur nochmal sagen, was verlasse die Fahrerkabine, warum? Ich kann es nur nochmal sagen, grafikmäßig finde ich das voll geil. Achso, ein Fahrgast muss aussteigen. Ja, ausnahmsweise, ausnahmsweise. Aber nur, wenn ich Bonuspunkte kriege. Ich fühle mich zu alt für Sport. Ich sehe lieber zu. Ich auch. Also ich bin da voll seiner Meinung mit meinen 21 Jahren. Viel zu alt bin ich da für Sport. Lieber zugucken. Ich bin ja wirklich ein sehr unsportlicher Typ. Bleib stehen. Jetzt komme ich. Jetzt können wir wenigstens mal rausfinden, wo da die Haltestellen sind, auch wenn wir so nicht freigeschalten haben. Da wäre zumindest mal eine auf der dicken Geraden hier. Mit dem schönen Grünstreifen in der Mitte, da fehlen ein paar Büsche oder sowas. Aber hier gibt es ganz viele Büsche, guck mal. Mein lieber Kollege, fahr doch, ich hab doch das Schild. Blöd ist halt nur, wir sehen hier nicht, was das da für eine Bushaltestelle ist. Ist die tagsüber gut befahren, ist die nachts gut befahren? Oh, ist meine Fahrkarte noch gültig? Ja, ist mir wurscht, heute ist mir egal. So, der bleibt stehen, warum auch immer. Das ist zwar auch ein bisschen ein Links und Rechts hier, fällt mir gerade auf, aber ganz ehrlich, wir haben auch lange gerade Strecken. Und ich finde, für sowas, für so Autobahnfahrten ist der Setra wie angegossen, auch wenn der viel zu viele Plätze hat. Wir werden so viele Leute wahrscheinlich nie transportieren, dass der wirklich voll ist. Aber ich finde den trotzdem geil. Für so Überlandfahrten. So, ob wir hier blinken müssen, habe ich noch immer nicht rausgefunden. Ich mach's halt trotzdem mal. Hast du gesehen, der oben da, der geht da irgendwie durch die Haltestellen durch. Also gar keine Haltestelle, es ist ein Futterladen. Hua! So, Haltestelle kann nochmal ausgebaut werden. Und, liebe Freunde, wir haben Zahltag! Ja, warte mal, eine Fahrkarte bitte. Kurz mal gucken. Unfall verursacht. Ach was. Oh, Buswartung 15.000. Das ist auch gar nicht mal so wenig. 80.000, so viel hatten wir noch nie. Geil, 80.000 schon. Huch, also laute Musik da hinten. Wir müssen unbedingt 9000 Route 7. Leuchtturm.
Ich hab gehört, Izuki. Der soll im Dunkeln fantastisch aussehen. So, was? Studententicket? Einfache Fahrkarte? Ausdrucken? Hast alles passend dabei? Finde ich gut. So, guck mal erstmal. Wer ist denn das da? So. Tut mir leid. Ja, macht eh nix. Huch. So, bisschen überfordert hier. Normale Fahrkarte, eine einfache Fahrkarte, einmal drucken. Wäre schön, reich zu sein und in Lakeside View zu wohnen. Aber in Greenwood ist es auch nicht so übel. Ja, finde ich auch. So, was ist denn hier los jetzt? Machen wir wieder die Tür zu und ich würde sagen, wir machen auch gleich mal eine Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Bus Simulator 21. Da fahren wir nämlich zurück zu Gold Island mit unserem schönen Überland Zetrabus. Bis dahin, danke nochmal fürs Zusehen und tschüss.